Das ist eine fiese Stelle für eine Warze, direkt am Daumennagel. Wenn Warzen gehäuft auftreten, zusammen zu einem Beet werdend, dann spricht man von einer Mosaikwarze, auch Plantarwarzen genannt. Plantarwarzen, wie der Name schon sagt, kommen am ehesten an den Füßen vor. Dort können sie beim Laufen auch fies wehtun, da sie wie ein Stein im Schuh Druck auf die Fußsohle ausüben. Selten kommen diese auch an den Händen vor. Ausgelöst werden Warzen durch die HPV-Viren. Man fängt sich diese besonders gerne dort ein, wo es warm und feucht ist, zum Beispiel in Schwimmbädern, in Umkleidekabinen, aber auch an Teppichböden, zum Beispiel in Hotelzimmern. Deswegen am besten immer Badeschuhe tragen. Ansonsten von der Therapie gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das mechanische Abtragen bin ich nicht so Fan von. Es gibt aber auch das Einweichen mit Salicylsäure, Kryotherapie oder Lasertherapie. Aber man braucht viel Geduld.